Erstmal schon mal vielen Dank, lieber Nils, für das Drücken des roten Knopfes. So stelle ich mir das immer vor, wenn der Stream live geschaltet wird. Und ich begrüße wie immer zuerst all diejenigen, die auf YouTube dabei sind, auf dem Kanal der Stiftung. Wer da noch nicht ist, gerne ein Follow dalassen. Und diejenigen, die auf Freiheit Plus dabei sind, plus.freiheit.org, das ist die Mediathek der Friedrich-Naumann-Stiftung. Wenn Sie also heute sagen, das war die beste Veranstaltung, die Sie sich jemals angeschaut haben, dann können Sie die in der Dauerschleife auf dieser Seite schauen. Ansonsten haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, ganz viele andere tolle Veranstaltungen aus den letzten, ja, was ist es denn jetzt, 16 Monaten sich anzuschauen. So. Und nun sind wir auch auf Zoom soweit erstmal vollzählig und deswegen auch hier ganz offiziell einen wunderschönen guten Abend. An alle, jetzt muss ich mal gerade fragen, bei mir wird jetzt die ganze Zeit FNF Technik groß angezeigt. Das ist aber wahrscheinlich nur bei mir so, oder? Ja, gut. Dann habe ich das jetzt auch wieder geändert. So, also einen wunderschönen guten Abend an alle, die dabei sind und die beiden Damen, die Sie gleich noch näher kennenlernen werden. Es ist mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Es ist mir allerdings keine Freude, mit Ihnen über das Thema zu sprechen, über das wir heute sprechen werden. Ich muss gestehen, und so wird es wahrscheinlich ganz vielen gehen, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Nicaragua ist jetzt nichts, was man gerade auch in dieser Corona-Zeit, und wir hatten ja auch Bundestagswahl und sowas, so also tagesaktuell verfolgt. Aber die Kollegin von Frau Meikler, unsere Stiftungskollegin Diana Luna hat mich dann angesprochen, gesagt, wollt ihr nicht was zu Nicaragua machen? Und ich dachte so, vielleicht da was los. Ja, okay, Präsidentschaftswahlen. Und dann habe ich mich eingelesen, auch eben mit den Publikationen von Frau Reda und Frau Meikler. Und ich muss gestehen, es ist so eine Sache, meistens freue ich mich, wenn ich Dinge dazulerne. Und bei diesem Thema Nicaragua und die Präsidentschaftswahlen, der Umgang mit der Opposition, der freien Presse etc., ist meine Laune immer, immer schlechter geworden. Und ich weiß gar nicht, wo das noch geendet wäre, wenn das nicht jetzt so weit wäre, dass wir die Veranstaltung machen. So, das vorweg. Deswegen allen, die dabei sind, gut, dass Sie da sind. Das ist ein wichtiges Thema. Und jetzt begrüße ich auch nochmal ganz offiziell. Ich beginne mit Desiree Reda. Sie hat es auch so schön dazu geschrieben. Giga. Das ist, boah, jetzt habe ich, ich kenne es auch immer nur als Giga. Ich müsste jetzt tatsächlich nochmal nachschauen, was Giga nochmal ausgeschrieben heißt. Aber was das Giga ist, das weiß ich schon eine ganze Weile. Das Giga ist nämlich in Hamburg sitzend eigentlich das Institut in Deutschland, was zu Studien, was alles Lateinamerika, Südamerika und Afrika angeht, die erste Anlaufstelle ist. Und Frau Reda ist dort zuständig, nicht nur für Nicaragua als Land, sondern sie sind auch Expertin für den ganzen Themenbereich staatliche Repression, vor allem auch in, ich mache es jetzt mal in Anführungszeichen, pseudodemokratischen Systemen. Darüber werden wir später sprechen. Frau Reda, wunderbar. Schön, dass das geklappt hat und schön, dass Sie heute dabei sind. Vielen Dank für die Einladung. Und Frau Meikler ist, wir haben das vor einem Jahr schon mal das Vergnügen gehabt, da war der Anlass eigentlich genauso beschissen, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Da war es nämlich die Frage, wie geht es uns mit Corona? Da ging das gerade los. Aber Sie sind für die Stiftung schon eine Weile unterwegs und zwar jetzt seit 2018 als Projektleiterin Zentralamerika. Und zwar nicht mit Sitz in Nicaragua, was ja heute Abend passen würde, sondern mit Sitz in Honduras. Und wenn ich mich, und damit steigen wir jetzt auch direkt ein, wenn ich mich nicht ganz irre, ist es doch so, dass die Stiftung tatsächlich in Nicaragua auch mal aktiv war und das seit einer Weile auch nicht mehr ist, oder? Also direkt vor Ort. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genauso ist es. Wir hatten vor einigen Jahren auch ein Stiftungsbüro in Nicaragua. Das wurde dann im Zuge von Umstrukturierungen beschlossen. Und jetzt steuern wir die Arbeit der Stiftung aus Honduras, dies aber länderübergreifend, also mit diesem regionalen Projektansatz für El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica und Panama. Und es ist jetzt tatsächlich so, Sie sind ja vor Ort, also Sie sind nicht in Nicaragua eben, aber in Honduras. Und ich weiß, Sie haben sich gerade letzte Woche noch auch mit den Kollegen aus der ganzen Region getroffen. Wie blickt man denn in der Region, wenn Sie jetzt dort vor Ort sind, auf Nicaragua und auf die Präsidentschaftswahlen? Wie schauen denn die anderen Länder da drauf? Ja, wir blicken aus Stiftungssicht mit großer Sorge auf die Entwicklungen in Nicaragua, aber auch die anderen Länder sehen die Entwicklungen in Nicaragua
als problematisch an. Immerhin sehen wir, dass sich in Nicaragua jetzt eine Diktatur verfestigt, demokratische Freiräume schwinden, die Oppositionsstimmen werden zum Schweigen gebracht. Das sind alles Entwicklungen, die auch längerfristig die Region prägen werden. Das heißt, wir haben in Nicaragua also eine Diktatur. Wie lange das anhalten wird, die nächsten 10, 15 Jahre, das kann man nicht so genau sagen. Wenn wir nach Südamerika, auf Venezuela gucken, auch dort hat sich ja die Diktatur verfestigt und hält sich tatsächlich weiterhin mit autokratischen Machthabern in dieser Position. In Nicaragua sieht das sehr ähnlich aus. Und wenn wir dann noch auf El Salvador schauen, wo auch Präsident Nayib Bukele starke autoritäre Tendenzen zeigt, tatsächlich. Wir aber davon ausgehen, dass wir in demokratischen Systemen oder mit demokratischen Systemen hier zu tun haben, dann ist das schon besorgniserregend. Denn Daniel Ortega in Nicaragua spielt ja jetzt im Prinzip das Drehbuch, das klassische Drehbuch ab eines Diktators, der sich aber mit demokratischen Mitteln oder in einem demokratischen System legitimieren lässt. Und das ist ja das beste Beispiel für Nayib Bukele, dann auch ähnlich in El Salvador zu verfahren. Das sind Annahmen, aber es gibt natürlich schon sehr deutliche Signale in dieser Richtung. Und das ist für die Region 6 kleine Länder, deren Integration als Region ja schon seit Jahren intendiert ist, aber eben doch nicht so ganz klappt, sind solche Tendenzen natürlich besorgniserregend. Bukele ist ja sowieso ein interessanter Fall, weil der hat ganz viel positive Presse in den letzten Monaten bekommen dafür, dass er Bitcoin gewissermaßen als Staatswährung zugelassen hat. Also wenn man auf Twitter oder so von dem hört, dann kommt da diese autoritäre Tendenz jetzt nicht als erstes vor, sondern da wirkt er irgendwie total weltoffen und interessant. Insofern, da werden wir, glaube ich, auch später oder vielleicht Anfang nächsten Jahres nochmal eine Veranstaltung zu machen. Ich frage mal ganz kurz nur, weil jetzt auch schon die Nachfrage kam. Der Ton war im Vorgespräch irgendwie besser. Sie haben einen relativ großen Hall. Haben Sie noch ein zweites Gerät an oder sowas, dass sich das gegenkoppelt? Ich weiß nicht. Nils, falls du irgendeine Idee hast, dann gerne bilateral auch mit Frau Meikler. Ich wechsle jetzt trotzdem direkt mal rüber zu Desiree Reda, die gerade ganz fleißig genickt hat, als es darum ging, wie Frau Meikler beschrieben hat, das ist so dieses Playbook ja, in die Autokratie. Das ist ja nun genau ihr Fachgebiet. Diese nach vorne hin die Demokratie aufrechterhalten und darüber hinaus nicht. Gleichzeitig haben sie aber auch genickt, als es hieß, wir sind jetzt hier in der Diktatur. Kann man das tatsächlich schon sagen? Würden Sie so weit gehen? Zuerst zu Ihrer ersten Frage. Was Frau Meikler beschrieben hat, würden wir in der Wissenschaft einen klassischen Fall von demokratischer Erosion nennen. Also wir nutzen die Begriffe Democratic Erosion oder Democratic Backsliding. Demokratische Erosion bedeutet, dass von innen heraus die Demokratie eigentlich unterminiert wird. Die demokratischen Institutionen bleiben nach außen hin bestehen. Es finden Wahlen statt. Wir haben weiterhin in der Theorie eine Gewaltenteilung. Allerdings in der Praxis ist das nicht mehr wirklich eine Gewaltenteilung. Die Präsidentschaft, in dem Fall Daniel Ortega und seine Frau Rosario Murillo, haben die komplette Macht inne, beziehungsweise haben ihre Nahen und Vertrauten in den verschiedenen politischen Institutionen installiert und kontrollieren so auch die verschiedenen politischen Gewalten. Und die Wahlen, die jetzt stattfinden, da werden wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, können nicht mehr als freie und faire Wahlen erachtet werden. Und zu Ihrer zweiten Frage bezüglich der Diktatur. Ja, ich würde zustimmen, dass wir hier nicht mehr von einer Demokratie sprechen können. De facto befindet sich Nicaragua seit 2007 in einem Prozess des demokratischen Rückschritts. Die Institutionen wurden seither systematisch ausgehöhlt und abgebaut. Und daher würde ich sehr zustimmen, dass wir hier mit diktatorischen Strukturen zu tun haben.
Was, um sich das so ein bisschen vorstellen zu können, wir haben ja die Diskussionen durchaus auch in Europa. Wir schauen da gerne nach Ungarn, wir schauen natürlich nach Polen, wir schauen natürlich auch in Richtung Russland. Ist das das, was Sie beschreiben? Kann man das so ein bisschen miteinander vergleichen? Oder welches Land würde Ihnen da als erstes in den Kopf kommen, wenn Sie jetzt ein uns etwas Geläufigeres nennen wollen würden? Man merkt, wir sprechen die Fragen vorher nicht ab. Ja, mit zu vergleichen tue ich mich schwer, da vergleiche ich immer hinten. Also das sind Einzelfälle, die Staaten sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Geschichte und kulturellen und historischen Hintergründe sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Aber wir sehen ähnliche Prozesse bezüglich der Institutionen in der Türkei. Wir sehen das zum Teil auch in Ungarn. Aber in einer anderen Ausprägung. Vielleicht, Frau Maikler, Sie hatten das auch in verschiedenen Artikeln für die Naumann-Stiftung, die können wir auch gleich verlinken, schon mal aufgeschrieben. Einfach auch mal so als Auflistung das zu lesen, fand ich das doch dann interessant, was da so alles passiert ist. Vielleicht können Sie ein paar Beispiele nennen. Wir werden ja auch gleich noch auf Felix Maradiaga zu sprechen kommen als Person, aber was konkret ist jetzt gerade in den letzten Monaten passiert mit Blick auch auf diese Wahl? Und was auch gerade, ich glaube, wir hatten auch einen Fall, gerade heute ist ganz akut auch was passiert, vor wenigen Stunden. Ja, also Anfang Juni setzte im Prinzip eine sehr massive Welle von Verhaftungen ein. Das Regime von Daniel Ortega ließ also in den letzten Wochen und Monaten natürlich oppositionelle Stimmen, Oppositionskandidaten zu den Präsidentschaftswahlen verhaften und natürlich vor allem die Kandidaten, die ihm bei einer Wahl gefährlich hätten werden können. Also tatsächliche Führungspersönlichkeiten der Opposition, die einen starken Rückhalt in der Bevölkerung haben, in allen Bevölkerungsgruppen tatsächlich diesen Rückhalt verspürten. Und dazu gehört in der Tat ein langjähriger Stiftungspartner und liberaler Menschenrechtsverteidiger Felix Maradiaga, es gab zwei Oppositionsbündnisse bis vor kurzem und das eine Oppositionsbündnis. Jetzt haben wir hier leider gerade eine Störung in Honduras oder auf dem Weg von Honduras hierher. Wahrscheinlich tatsächlich durch Felix Maradiaga als Präsidentschaftskandidaten. Probleme mit meinem Internet. Genau, ich würde Folgendes vorschlagen, weil Sie hängen gerade, aber das muss uns ja gar nicht aufhalten. Wir können vielleicht, wenn wir jetzt dann schon da konkret sind, spiele ich einfach jetzt kurz ein, was wir von Felix Maradiaga haben oder einfach nur, dass man mal ein Bild von ihm hat. Und bis das dann eingespielt ist, ist wahrscheinlich auch Frau Maikler wieder komplett bei uns. Das ist ein kurzer Auszug oder ein Ausschnitt von seiner Rede beim Oslo Freedom Forum. Ist auf Englisch, aber ich denke, die meisten werden des Englischen wohl mächtig sein. Ich spiele das einfach mal ab. Ser un activista de la no violencia. Activity in many parts of the world, and Nicaragua is no exception. From April last year, human rights defenders have been criminalized. We've been accused of as terrorists. We've been accused of destabilizing the government. The Sandinista fanatics have attacked us. And many of us have a certain type of protection because we're known beyond the borders of Nicaragua. And you can imagine what would happen to someone who's not known outside Nicaragua. Organizations, human rights defenders have been banned in Nicaragua, more than 9 of them. Ich will es dabei belassen. Hallo, Frau Maikler, Sie sind wieder da. Wunderbar. Das war nur ein ganz kurzer Auszug. Das war Anfang 2019, er hat da auf 2018 zurückgeschaut und die Bilder, die wir im Hintergrund gesehen haben, dass er angegriffen worden. Das war also 2018, wo er davon spricht, dass er eigentlich einer von denjenigen ist, die noch relativ
sicher sind, weil er eben bekannt ist im Ausland. Selbst da war es aber schon so, dass es eben gefährlich war, wie man gerade gesehen hat. Und ich erinnere mich, ziemlich genau vor 2 Jahren war Felix Maradiaga noch in Berlin bei der Stiftung. Und das ist übrigens ein bisschen gruselig, wenn ich mir das überlege, weil da war auch noch jemand aus Hongkong dabei, damals noch am Kämpfen. Ja, und ich weiß auch, dass Audrey Tang aus Taiwan zugeschaltet war. Und ich denke mir so, hoffentlich kippen die jetzt nicht alle nacheinander, die Staaten. Aber es ist eben tatsächlich so, dass jetzt Felix Maradiaga Stand jetzt im Gefängnis ist, seit, weiß ich nicht, Mai oder Juni, glaube ich, auch vorher immer mal wieder, und seine Frau ins Ausland geflohen ist, wie ganz viele. Vielleicht, Frau Meikler, vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Also Maradiaga ist ja nur einer von vielen. Und das ist schon eine neue Qualität, mit der da vorgegangen wird, ne? Ja, genau. Also Felix Maradiaga war schon seit 2018 immer wieder Opfer von Anschuldigungen, von Angriffen, Übergriffen auch von paramilitärischen Gruppen, die ihn teilweise auch ja, einen Aufenthalt im Krankenhaus beschert haben, leider. Aber nach diesem Aufenthalt ist er auch für eine Zeit ins Exil in die USA gegangen, wie Sie schon sagten, mit seiner Ehefrau und seiner Tochter, kehrte aber 2019 im September tatsächlich zurück nach Nicaragua und begann eben damals einen langen Weg und versuchte, die Opposition zu einen. Denn schließlich hätte wahrscheinlich nur eine geeinte Opposition tatsächlich genügend Gegenwind bei den Wahlen im November bedeutet, um tatsächlich Daniel Ortega gegebenenfalls sogar zu besiegen bei den Wahlen. Aber die Angriffe der Regierung wurden natürlich immer stärker. Und jetzt im Jahre der Wahlen hat die Regierung eben diesen sehr massiven und radikalen Kurs eingeschlagen. Hat die, wie Sie schon sagten, nicht nur Felix Maradiaga, auch die Tochter der ehemaligen Präsidentin des Landes, Violeta Barrios de Chamorro, wurde verhaftet bzw. ist im Hausarrest. Renommierte Vertreter des Privatsektors, die eben auch als oppositionelle Kandidaten galten, sind inzwischen eben auch hinter Gittern. Also über 150 politische Gefangene, schätzt man. Das sind schon Ausmaße, die sehr besorgniserregend sind. Und wenn man dann, Felix Maradiaga hat bis jetzt 2-mal seine Schwester sehen können, beziehungsweise seine Schwester ihn. Und die Berichte sind schon sehr erschreckend. Also wenn man sich überlegt, dass jemand, der im Juni, Anfang Juni verhaftet wurde, bis zum heutigen Tag 25 Kilo abgenommen hat, davon spricht, dass er psychologischen und auch physischen Foltern ausgesetzt ist und täglichen Befragungen und durch die Polizei. Und dann noch hinzu kommt, dass eben auch formell Anklage inzwischen gegen Felix Maradiaga und Juan Sebastian Chamorro, der, wie ich sagte, Vertreter des Privatsektors, erhoben wurde und dieser Anklage auch stattgegeben wurde. Die Verfahren, die gerichtlichen Verfahren, aber tatsächlich nicht nach, ja, wie man sich vorstellt, nach europäischen Richtlinien vonstatten gehen, sondern eben vor hinter geschlossenen Türen passieren. Und das sind Verfahren, die sich die nächsten 6 Monate tatsächlich hinziehen könnten für die Angeklagten, aber letztendlich eine Gefängnisstrafe von 15 bis 25 Jahren bedeuten könnten. Dann ist das schon, ja, wie Sie sagten, nimmt das Ausmaße an, die man sich nicht so richtig vorstellen konnte bisher. Sind aber meines Erachtens Zeichen dafür, dass eben Ortega wirklich die Gefahr gesehen hat, dass er die Wahlen nicht hätte gewinnen können, wenn er nicht zu diesen Mitteln gegriffen hätte. Die Bevölkerung steht nicht mehr hinter ihm. Und aus Angst, die Macht zu verlieren und ich denke auch ein Stück weit aus Angst, die Macht für seine Ehefrau nicht mehr sichern zu können in der Zukunft, hat ihn eben dazu getrieben, so vorzugehen. Und das ist natürlich, ja, er macht vor nichts mehr Halt und auch internationale Stellungnahmen lassen ihn da völlig kalt und unbeeindruckt.
Bevor wir darauf eingehen, Frau Reda, bin ich gespannt, auch Ihre Meinung dazu zu hören. Ich würde gerne kurz was zeigen, was ich ganz spannend finde. Das hatten Sie mir zukommen lassen. Das ist natürlich ursprünglich auf Spanisch und nicht auf Deutsch, aber Sie haben das, glaube ich, übersetzt, Frau Meikler. Das ist ein Gedicht von Felix Maradiaga, was er tatsächlich nicht jetzt geschrieben hat, sondern Oktober 2012. Also das ist ja letztendlich, er hat das geschrieben eigentlich wie aus einer Perspektive von jemandem, der eingesperrt ist oder vielleicht auch im Sinne derjenigen, die es zu dem Zeitpunkt waren, jetzt sitzt er selber. Das ist natürlich schon, ja, weiß nicht, wie das richtige Wort dafür ist, bewegend, aber da merkt man, vielleicht ist das, was wir dabei mitnehmen können, dass eben die Freiheit so selbstverständlich, wie wir sie manchmal leben, einfach dann doch nicht ist. Das ist mir einfach auch immer wieder bewusst geworden, wenn man sich überlegt, vor 2 Jahren habe ich in Berlin moderiert, ja, und da ist das ein Mensch, der, mit dem man sich ganz normal unterhalten kann, der weltgereist ist, der in Amerika als Akademiker unterwegs war, der sich auch selber interessanterweise immer als Akademiker versteht, also als akademischer Lehrer, ne? Also gar nicht in erster Linie als Politiker. Und dann merkt man, dass man einfach auch irgendwo ein bisschen Glück hat, wo auf der Welt man mit diesem Mindset geboren ist, ne? Aber das nur noch am Rande. Frau Reda, wenn man sich das anschaut, diese ganzen Geschichten, die wir jetzt gehört haben, dann muss man ja immer noch mal überlegen, Daniel Ortega ist ja seit Jahrzehnten politischer Player in Nicaragua und er ist ja Sandinist. Das heißt, vielleicht können Sie auch dazu ein paar Worte sagen, eigentlich links einzuordnen und ja, selber jemand, der auch mit Nachstellungen und sowas zu tun hatte damals. Das ist ja in Zentralamerika in vielen Ländern so ein Thema, immer wieder der Wechsel zwischen Links- und Rechtsregierungen. Ist das denn heute aus Ihrer Sicht, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive, noch eine linke Regierung in irgendeiner Form? Strebt der noch, hat der noch linke Ziele oder ist das eigentlich, so wie das Frau Meikler gerade beschrieben hat, auch mit der eigenen Ehefrau, die ja auch inzwischen über 70 ist, glaube ich, als Vizepräsidentin, die ihn dann auch mal beerben soll, ist das nicht eigentlich nur jemand, der sich unter irgendeinem Mäntelchen den Staat zur Beute gemacht hat? Über was reden wir da? Daniel Ortega hat gemeinsam mit seiner Frau und nicht nur seiner Frau, sondern seiner ganzen Familie oder großen Teilen seiner Familie und nahen Verbündeten ein System aufgebaut, in dem er eine zentrale Rolle spielt. Wie Sie schon angedeutet haben, seine Frau strebt an, seine Nachfolge einzunehmen. Und es geht hauptsächlich, wenn nicht ausschließlich, um den Machterhalt. Um den geht es aus mehreren Gründen. Natürlich zum einen um die Macht an sich zu haben, die Regierungsgewalt in der zu haben, aber auch um rechtliche Konsequenzen zu unterbinden. Das heißt, würde Ortega die Wahlen verlieren und damit seine Immunität auch verlieren und die Kontrolle, müsste er mit Konsequenzen auf rechtlicher Ebene rechnen. Was wir sehen, was auch... Er müsste damit rechnen, mit was musste er rechnen? Weil er Menschenrechtsverletzungen begangen hat oder eher, weil er korrupt war? Oder also über was reden wir da? Korruptionsskandale, Veruntreuung, Menschenrechtsverletzungen, verschiedenste Verletzungen von Konventionen, die Nicaragua unterschrieben hat, unter seiner Regierung dann verletzt wurden, wie zum Beispiel die Konvention gegen Folter. Da überall da würde Ortega oder könnte Ortega zur Rechenschaft gezogen werden. Und das versucht er zu vermeiden. Und Frau Meigler hat eben auch die Gerichtsverhandlungen angesprochen, die jetzt gegenüber Felix Madariaga und anderen Oppositionsfiguren eröffnet wurden. Die basieren alle auf verschiedenen Gesetzen, die unter Ortegas Regierung in den letzten Jahren erlassen wurden. Und das zeigt eine Qualität der Repression, die Daniel Ortega und sein Regime nutzt. Die Repression findet auf verschiedenen Ebenen statt. Und eine Ebene ist eben die justizielle Ebene durch scheinbar
rechtlich abgesicherte Rahmenbedingungen, Gesetze, die das legitimieren, dass die Opposition oder Sozialaktivisten verfolgt werden. Jetzt haben Sie mir aber die erste Frage doch nicht beantwortet. Ist das tatsächlich, weil Sie sagen, das kann man eigentlich gar nicht mehr bewerten? Also ist das jetzt noch eine sozialistische Regierung oder sind da nachweislich noch sozialistische oder sozialdemokratische Ziele erkennbar oder hat er das komplett abgeschüttelt aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht handelt es sich um ein autoritäres System, das die Ideologie der Sandinisten weiterhin nutzt zur Legitimierung. Also er nutzt immer wieder in seinem Diskurs und vor allem seine Frau nutzt sehr stark die Ideologie in ihrem Diskurs, um die Politik und die Repression zu rechtfertigen. Aber wirklich den Grundgedanken der Sandinisten kann ich nicht erkennen. Aber das zu bedienen ist wahrscheinlich dann auch, würde ich jetzt mal schätzen, wenn wir wieder in Ihr Fachgebiet reinschauen, so ein typisches Kapitel aus dem autoritären Playbook, weil man das zumindest vorgeblich weiterhin braucht, um auch zumindest einen Teil der Bevölkerung auf seiner Seite zu wissen. Genau, das ist Teil der Legitimationsstrategie, um natürlich die eigene Bevölkerung zu überzeugen, aber auch Verbündete anderer Staaten zu überzeugen. Wir sind weiterhin das, wofür wir alle gekämpft haben. Wir repräsentieren euch, wir repräsentieren das Volk, wir repräsentieren die globale Linke. Das versuchen sie weiterhin darzustellen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß aus dem Vorgespräch, Frau Meikler, die Sandinisten sind sowieso ihre ganz speziellen Freunde. Jetzt mal Spaß beiseite. Also wenn ich jetzt tippen müsste, darüber haben wir nicht gesprochen, aber ich würde jetzt sagen, okay, wer geht dieser Strategie noch auf den Leim, weil er es vielleicht selber tun will? Ich vermute jetzt mal, dass es in Europa oder in Westeuropa nur noch relativ wenige Linke sind, außer vielleicht so ein paar linke Betonköpfe, die es natürlich überall gibt. Aber ich würde schätzen, ansonsten in Mittel- und Südamerika gibt es wahrscheinlich in Venezuela, in Kuba, vielleicht auch in Bolivien so ein paar Leute, mit denen man sich ganz gut versteht, oder? Genau, also der Sehnsuchtsort der europäischen Linken, sage ich mal, früher war das Nicaragua, davon kann man klar heute nicht mehr sprechen. Nicht? Es ist eine Diktatur, das sagten wir schon eingangs. Und ja, wer ist noch Alliierter von Nicaragua? Sie sagten es gerade, Venezuela. Venezuela hat ja auch über Jahre hinweg sehr viel Geld nach Nicaragua fließen lassen. Diese Quelle ist auch nicht mehr so, sage ich mal, reich, wie sie früher war. Das heißt, da ist der Geldhahn auch nicht mehr ganz so weit offen. Aber klar, gleichgesinnte Kuba selbstverständlich. Und dann ist die Rolle von Russland relativ wichtig für Nicaragua. Also das ist nicht ganz bestätigt, aber man nimmt doch an, dass eben viel Unterstützung, die es punktuell in den letzten Jahren immer mal wieder auch öffentlich gegeben hat, dass die doch weiterhin besteht. Und solange diese Unterstützung aus dem Ausland und dann eben entsprechend auch finanziell diese Unterstützung weiter vorhanden ist, hält sich das Regime, solange die Polizei und das Militär bezahlt werden können, festigen sich die Strukturen und da sehe ich also in der nahen Zukunft leider keine Veränderung in diesem Geschehen und in dieser Strategie, die dort gefahren wird. Alle anderen Länder, also sage ich mal, da ist klar, dass die Repressionswelle und das Vorgehen der Regierung von Daniel Ortega doch deutlich kritisiert werden und zurückgewiesen werden. Aber leider nimmt sich Ortega eben von dieser Kritik wirklich gar nichts mehr ab. Also er führt seine Strategie unbeeindruckt fort. Und was die USA sagen, die OAS, die internationalen Institutionen, Organisationen, das stört ihn absolut gar nicht. Also der Interamerikanische Gerichtshof, Menschengerichtshof, auch das sind Institutionen, die ihn nicht weiter beeindrucken. Hm.
Also Sascha hatte genau auch dazu, also ich vermute, es wird Sascha gesprochen, gefragt, wie behandeln die Anrainerstaaten das Thema? Also es gibt ja tatsächlich individuelle Sanktionen der USA bis hinauf zur Vizepräsidentin, also zur Frau von Ortega. Aber das interessiert die nicht, weil die wahrscheinlich auch gerade nicht vorhaben, irgendwie in die USA shoppen zu fahren und darüber genau. hinaus. Ne? Genau. Wie geht das mit den anderen Ländern drumherum? Also irgendwie die Regionalmacht Mexiko, wie gehen die damit um? Oder ist dafür das Land dann nicht relevant genug? Ich weiß es nicht. Naja, kürzlich gab es ja ein Treffen der Präsidenten und Staatsoberhäupter in Mexiko. Und Mexiko zeigt natürlich auch deutliche Tendenzen nach links, sage ich mal, die jetzige Regierung, die wir in Mexiko haben, und eher eine Tendenz dazu, Länder wie Nicaragua, Venezuela zu unterstützen, als sie zu kritisieren. Die direkten Anrainerstaaten, und dann denke ich besonders an Costa Rica, da sind die Stimmen schon wesentlich kritischer, zumal ja auch Costa Rica seit langer Zeit auch im Prinzip Zielland von vielen Migranten aus Nicaragua ist. Das waren vormals hauptsächlich natürlich Menschen, die dort Arbeit gesucht haben, aber inzwischen sind es eben auch sehr viele Menschen, die in Costa Rica im Exil leben, aus politischen Gründen, weil sie politisch verfolgt werden. Also es geht nicht mehr nur darum, den klassischen Lebensunterhalt im Prinzip zu verdienen. Und dafür gab es in Costa Rica schon immer bessere Chancen für die Menschen aus Nicaragua, sondern jetzt geht es tatsächlich darum, zu sehen, wie entkommt man dieser Repressionswelle, wenn man politisch sich engagiert in Nicaragua. Bezüglich der Anrainerstaaten oder der auch regionalen Positionen von Nicaragua sieht man auch eine Änderung der Qualität, vor allem in den letzten Monaten. Gerade gestern Nacht war eine Sitzung der Organisation Amerikanischer Staaten, der OAS, und es wurde eine Resolution verabschiedet ohne Gegenstimmen. Ich glaube, 7 Staaten haben sich enthalten. Nicaragua selbst war abwesend als einziges Land. Und noch in dieser Resolution wurde Nicaragua und das Verhalten des Regimes in den Präsidentschaftswahlen oder im Zusammenhang der Wahlen sehr, sehr stark kritisiert. Und noch in einer vorherigen Resolution gab es mehrere Staaten, einige Staaten, die auch dagegen gestimmt haben, das hat sich verändert. Es gab keine Gegenstimmen mehr. Also ich sehe da schon eine Veränderung und eine fortschreitende Isolation Nicaraguas. Ein sehr interessanter Punkt, den Frau Merkel gerade angesprochen hat, war, solange das Militär bezahlt werden kann, wird es keine Veränderung geben. Und sie hat, Herr Gieser hat das, die Sanktionen angesprochen der USA. Und da ist auffallend, dass die USA das Militär bisher nicht sanktioniert haben, dass sie das Militär als ihren Verbündeten sehen in dem Kampf oder dem Krieg gegen die Drogen und deswegen von den Sanktionen ausschließt. Und das wäre ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um hier den Rückhalt von Ortega weiter zu schwächen. Aber das, also wenn ich das so höre, dann würde ich sagen, liegt Ortega wahrscheinlich gar nicht so falsch in der Annahme, dass ihm nicht viel passieren kann. Weil ich sage mal, das Klassische, was wir von früher kennen, versuchten Regime-Changes vor der amerikanischen Haustür, die ja regelmäßig gescheitert sind, davon haben sich die USA ja distanziert. Das machen sie so zumindest auch vordergründig nicht mehr. Dann beschreiben Sie jetzt gerade den Krieg gegen die Drogen. Ja, solange man sich da irgendwie verpartnert und das nicht irgendwie zum Thema macht oder das aufkündigt, ist man eigentlich auch fein raus, weil das Militär nicht sanktioniert wird. Und solange irgendwie Geld ins Land kommt, auf welchen Kanälen auch immer, und das die Polizei und das Militär bezahlt werden, das klingt für mich erstmal plausibel. Muss man das so hart sagen, ist das eine neue Qualität, dass solche Leute eigentlich nichts mehr zu fürchten haben? Gibt es im Land auch keine, ich sag mal, bewaffnete Opposition, wie es jetzt in Kolumbien oder sowas viele Jahre, Jahrzehnte ja war?
Gehen die Leute einfach, weil es geht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich denke schon, dass, wie Sie sagen, das ist eine neue Art des Regierens. Und aus meiner Sicht kann dieses System tatsächlich nur von innen kippen. Also wenn genau Polizei und Militär sich gegen die Regierung stellen würden, das wird nicht passieren. Und wie Sie sagten, die USA haben sich von Interventionszügen schon lange verabschiedet. Das ist auch sicherlich nicht aus meiner Sicht die richtige Lösung für diesen Konflikt. Bewaffnete Opposition im Land, es gibt Paramilitärs, die sind aber eben nicht gegen Ortega, sondern arbeiten vielmehr für ihn. Und die anderen oppositionellen Stimmen sind tatsächlich zum Schweigen gebracht worden. Nicht nur die der politischen Gefangenen, sondern insgesamt der Opposition. Denn heute traut sich tatsächlich keiner mehr auf die Straße, um in irgendeiner Weise zu protestieren, einfach aus Angst, verhaftet zu werden, gar getötet zu werden. Ich meine, 2018 kamen über 300 Menschen bei den Protesten ums Leben. Also all diese Dinge, wo die Menschen dann sagen, ja, also entweder versuchen wir das Land zu verlassen, gehen ins Exil, wer das kann auch nicht jeder, muss man dazu sagen. Und ich meine, die Pandemie verschärft die Situation in Nicaragua natürlich umso mehr. Nicht? Ich meine, die Regierung hat die Pandemie lange Zeit geleugnet. Jetzt ja, wird zugegeben, dass es natürlich Fälle von Corona in Nicaragua auch gibt. Aber der Umgang mit der Pandemie lässt wirklich zu wünschen übrig. Und die Menschen in Nicaragua sind schon in einer sehr verzweifelten Situation, nicht? Also sowieso in Armut lebende Menschen, obendrein die Pandemie und dann auch noch eine autoritäre Regierung, wo Meinungsfreiheit praktisch nicht mehr existent ist. Mhm. Vielleicht die Frage, was schätzen Sie denn, wenn Sie jetzt ich weiß, das ist alles aus der Luft gegriffen, aber wenn Sie jetzt Zahlen nennen müssten, wie viele Menschen, wie viel Prozent der Menschen in Nicaragua Ortega noch unterstützen, was denken Sie? Also gerade gestern oder in den vergangenen Tagen gab es eine Umfrage, ungefähr 19%, sagt man, unterstützen, also 19-20% der Bevölkerung unterstützen Ortega noch angeblich. Das heißt, wenn es tatsächlich andere Kandidaten gegeben hätte bei den Wahlen, hätte Ortega die Wahlen sicherlich verloren. Das war jetzt aber kein staatliches Umfrageinstitut vermutlich, oder? Nein. Also sowas geht aber immerhin noch. Also es gibt dann solche Umfragen, die werden dann wahrscheinlich online durchgeführt oder so, dass man da so ein Bild bekommt, weil das wäre ja sonst auch etwas, ich vermute mal, Ortega hat kein Interesse daran, dass das öffentlich diskutiert wird. Ne? Genau. Zur Opposition ist auch zu sagen, dass nicht nur die Aktivisten selbst und Oppositionelle stark eingeschüchtert werden, sondern auch die Familien bedroht werden massivst. Durch diese Strategien der Einschüchterung, die eben dann über die eigene Person herausgeht, trauen sich eben kaum noch Menschen auf die Straße und gegen Ortega anzutreten. Ja, selbst Menschen, die im Ausland, im Exil sind, Familienangehörige, sagen unter Umständen, okay, wir können uns auch im Ausland nicht mehr so stark äußern, wie wir das vielleicht vorher getan haben, weil das natürlich wiederum Konsequenzen für die politischen Gefangenen selbst hat, nicht? Und wir wissen aktuell von 140 politischen Gefangenen in etwa. Gleichzeitig sind aber die Zahlen der verschwundenen Personen oder verschwunden gelassenen Personen sehr stark hochgegangen. Das heißt, wir sehen in der Wissenschaft, nennen wir das Substitution von repressiven Maßnahmen. Das heißt, anstelle von Verhaftungen oder auch offenen Morden werden die Menschen einfach verschwinden gelassen. Man weiß nicht, was passiert. Und gleichzeitig setzt das Regime sehr stark darauf, Exempel zu statuieren. Diese Informationen, die wir haben über die Gefangenen aus El Chipote, aus dem wirklich schlimmen Gefängnis in Managua, mit
Torture mit Folter und auch den Fällen, dass Nahrungsmittel fehlen und so weiter, werden mit Absicht geleakt, um Angst zu verbreiten und die Opposition davon abzuhalten, ihre Stimme zu erheben. Und wenn ich noch kurz was zur Opposition sagen darf, also es gab ja bis vor kurzem tatsächlich noch die Partei Ciudadanos por la Libertad, auch Partnerpartei der Naumann-Stiftung und des liberalen Netzwerkes Lateinamerika. Aber auch diese Partei hat ihre, auch dieser Partei wurde ihre Registrierung entzogen vor oder mit der Begründung, dass ihre Parteivorsitzende, die Kitty Monterrey, die auch Vizepräsidentin von Liberal International ist, zwei Staatsbürgerschaften hat, nämlich die nicaraguanische und die amerikanische. Das war also der Vorwand dafür zu sagen, jemand mit zwei Staatsangehörigkeiten kann keine Partei leiten. Also wurde der Partei die Registrierung entzogen und Frau Monterrey wurde die nicaraguanische Staatsbürgerschaft entzogen. Frau Monterrey selbst. Da werden keine halben Sachen gemacht, ne? Nein, überhaupt nicht, genau. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, auch mit der Bedrohung des Umfeldes, das ist jetzt was, vielleicht ist das jetzt Zufall, aber mir begegnet das tatsächlich doch häufiger. Mir ist auch gerade eine Veranstaltung geplatzt mit jemandem aus einem ganz anderen Land, aus einer ganz anderen Region der Welt, der dann auch zurückziehen musste, weil er, obwohl hier in Deutschland lebend, mit Bedrohung gegen seine Familie zu tun hat, und zwar seine Familie weltweit, also in dem Land, um das es geht, aber eben auch in anderen westlichen Ländern. Und durchaus plausible Bedrohungslagen, also auch, wo er dann angesprochen wurde, eben vom Bundesnachrichtendienst oder vom Verfassungsschutz, das hat er mir nicht genau gesagt, aber von der deutschen Sicherheitsbehörde. Ist das auch jetzt, ich schaue jetzt vor allem Frau Reda an, aber auch gerne Frau Meikler, wenn das in der Region vielleicht ein Thema ist, ist das auch das typische Playbook? Macht man das als Autokrat heute so oder war das sowieso schon immer so? Sie meinen, dass die Familien bedroht werden oder die Bedrohung auch über das eigene Land hinausgeht? Naja, also beides, aber dass man vor allem eben über die Familie geht. Weil das ist ja immer so der Punkt, man selbst hält ja vielleicht vieles aus und sagt auch vielleicht, ich gehe ins Gefängnis oder so. Da gibt es ja, ne, schauen wir nur nach Belarus oder sowas. Aber auch da übrigens bei den Oppositionspolitikerinnen, die es da gibt. Auch da ist teilweise, haben sich auch welche zurückgezogen, weil die Familie bedroht ist und weiterhin im Land ist. Also ist das eine neue Dimension oder war das eigentlich schon immer so? Das ist nichts Neues. Das sehen wir sehr, sehr häufig. Das haben wir sehr häufig gesehen in autokratischen Systemen, in Diktaturen. Der Druck wird oft über die Familie ausgeübt, auch um ein Umschwenken oder Eingeständnisse zu erzwingen, um vielleicht sogar Geständnisse zu erzwingen in späteren Gerichtsverhandlungen und das Regime dadurch zu legitimieren oder scheint zu legitimieren. Also das ist nichts Neues. Zu den repressiven Maßnahmen, die über das eigene Land hinausgehen, das hängt natürlich stark ab von den Kapazitäten des Regimes. Aber darf ich vielleicht noch hinzufügen, in der Tat hat es vor einigen Wochen einen Mordfall in Costa Rica gegeben. Dort wurde eine im Exil lebende Nicaraguanerin umgebracht. Die Umstände sind nicht sehr, sehr transparent, aber man kann daraus schließen, dass eben die Diktatur, die nicaraguanische Diktatur auch in Costa Rica ihre Fühler ausstreckt und da doch auch sehr viele sicherlich infiltrierte Vertreter leben hat. Auch das kennt man ja irgendwo, wenn man an Russland denkt, wenn man an Nordkorea denkt, mit dem Mord, glaube ich, in Vietnam, wo es war. Ich habe ein paar Fragen und zwar die erste geht tatsächlich auch in diese Richtung. Ulrich fragt nämlich, es gibt hin und wieder Berichte, dass Ortega vom kubanischen Geheimdienst unterstützt wird. Gibt es dazu Erkenntnisse? Das würde ja auch zu so einer Geschichte passen. Wenn man es nicht selber macht, hat man vielleicht jemanden, der es für einen erledigt. Gibt es da was Gesichertes oder sind das Gerüchte? Also beweisen kann man das nicht, aber sicherlich ist klar, dass es eine deutliche Allianz zwischen Kuba, Nicaragua und Venezuela gibt und sicherlich der kubanische Geheimdienst
auch eine wichtige Rolle spielt für Ortega in der Zusammenarbeit, aber wie Sie eben auch sagten, Herr Gieser, gegebenenfalls in der Ausführung von Befehlen von Ortega. Frau Reda nickt. Muss ich gar es nicht mehr. Immer, nee, es ist immer sehr, sehr schwer, Erkenntnisse über Aktivitäten von Geheimdiensten einzuholen, vor allem wenn das tagesaktuell ist. Wenn das in der Vergangenheit liegt, deutlich einfacher. Immer noch schwer, aber möglich. Zu tagesaktuellen Themen ist das fast nicht möglich. Aber es gibt Hinweise, die darauf hindeuten, dass da zumindest eben eine Allianz herrscht. Wie George Bush Junior mal irgendwann gesagt hat, ne, Geheimdienste heißen geheim, weil das, was sie tun, geheim ist. Der große Philosoph. Wir haben weitere Fragen. Wie können die NGOs arbeiten? Gibt es noch welche im Land? Gewährt die BRD dem Land Entwicklungshilfe? Spannende Frage, fragt Gerhard. Fangen wir mal mit der Entwicklungshilfe an. Ich weiß nicht, wer fühlt sich berufen? Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Die BMZ hat die Entwicklungszusammenarbeit ausgesetzt. Die verschiedenen deutschen Kommunen, die Partnerstädte oder kommunale Zusammenarbeit, Arbeitsprojekte in Nicaragua haben dies in den letzten Wochen debattiert. Auch die meisten Kommunen haben ihre Zusammenarbeitsprojekte ausgesetzt aufgrund der aktuellen Situation. Aber es gibt noch NGOs, ich weiß gar nicht, Frau Meikler, gibt es denn von den anderen Stiftungen, also ich müsste jetzt tippen, das soll jetzt nicht böse klingen, aber ich würde jetzt sagen, wenn es noch eine deutsche Stiftung in Nicaragua gibt, dann vielleicht die Rosa Luxemburg? Wie die Stiftungen ihre Büros derzeit besetzt oder nicht besetzt haben, muss ich gestehen, weiß ich im Moment auch nicht. Aber ich weiß, dass vor circa 6-7 Wochen im Prinzip Ortega 6 wichtige internationale NGOs des Landes verwiesen hat. Das darunter war die Vertretung des National Democratic Institute, des Republican Institutes auch, Vertretungen von Oxfam, von der schwedischen Diakonia. Also Ortega macht keinen Hehl mehr daraus, dass er im Prinzip keine Einmischung in innere Angelegenheiten möchte. Und der Vorwand für die Entziehung der Registrierung und der Aufenthaltsgenehmigungen hängt immer mit angeblich nicht vorgelegten Buchhaltungsberichten und ähnlichen, also sehr wenig transparenten Begründungen zusammen. Aber die Situation der NGOs ist nicht einfach. Und das wurde ja, Frau Reda sprach es schon an, es wurden einige Gesetze in den letzten Monaten, im letzten Jahr erlassen und darunter auch eines, was im Prinzip dazu beitragen soll, die Aktivitäten der NGOs besser überprüfen zu können. Wie gesagt, alles unter dem Vorwand, dass man doch sehen müsste, dass da die Mittel richtig eingesetzt würden und so weiter und so fort. Aber letztendlich mit der Absicht, die NGOs sehr genau unter Kontrolle zu haben und ins Visier zu nehmen und eben, wenn sie unbequem sind für die Regierung, sie des Landes verweisen zu können. Ja, das ist das sogenannte ausländische Agentengesetz, unter dem sich alle Privatpersonen und Organisationen registrieren müssen, wenn sie Geld aus dem Ausland erhalten, was für die meisten NGOs ja der Fall ist, vor allem für regierungskritische, regierungsferne NGOs der Fall ist. Und wenn die sich registrieren, wird erstmal geprüft, ob sie eine Zulassung bekommen, um weiter agieren zu können im Land. Und was wir sehen, ist, dass die meisten oder bis zu fast alle NGOs, die nicht regierungsnah oder parteinah sind, ihre Zulassung verlieren oder nur sehr, sehr stark eingeschränkt agieren können. Und auch innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit, die ja vorher angesprochen wurde, sehen wir, dass Gelder vor allem dann über Institutionen oder Organisationen nur noch laufen, die unseres Wissens nach parteinah sind. Wer hat eigentlich dieses ausländische Agentengesetz erfunden? Ich kenne das aus Russland. Ist das von Russland erfunden und wird jetzt überall ausgerollt oder hat das irgendjemand anderes erfunden? Also es wird auch Putin-Gesetz genannt. Ob das jemand anderes erfunden hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Putin nicht der Erste war, der das verwendet hat oder ähnliche Gesetze verwendet hat. Aber in der aktuellen Zeit trägt es seinen Namen.
Anja fragt nochmal zu den NGOs nach, ganz konkret, wie sieht es mit der Arbeit der Menschenrechtsorganisationen wie Zenit aus? Ich habe jetzt mal gerade gegoogelt parallel. Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Jetzt habe ich es wahrscheinlich ein bisschen portugiesisch ausgesprochen, aber auf gut Deutsch nicaraguanisches Menschenrechtszentrum. Sie kennen das vermutlich beide, oder? Ich weiß nicht. Also ich weiß, dass dieses Centro noch Aktivitäten bzw. mehr sich dem widmet, einfach aufzuzeichnen, was gerade in Nicaragua passiert und welche Menschenrechtsverletzungen dort geschehen. Aber natürlich ist auch, also kann man sich vorstellen, dass auch die Arbeit sehr eingeschränkt ist mittlerweile und dieses Centro auch mit sehr viel Vorsicht vorgehen muss, damit seine Mitarbeiter nicht in Gefahr kommen. Aber ich weiß, dass das Centro Nicaragüense de Derechos Humanos noch dokumentiert im Prinzip, was in Nicaragua passiert. Ja, viel online selbstverständlich, genauso wie manche regierungskritische Medien ja inzwischen auch nur noch quasi online berichten, ihre Mitarbeiter teilweise im Exil oder auch verhaftet sind. Also das ist das Drehbuch, was im Prinzip auf alle regierungskritischen Stimmen, sei es politische Opposition, sei es die Medien oder eben Menschenrechtsorganisationen, NGOs im Allgemeinen angewendet wird. Die Büros der Zenit wurden von Sicherheitsakteuren besetzt, ausgeräumt, zum Teil sogar wurde Abriss befohlen. Das heißt, sie arbeiten aber eher im Untergrund. Ich muss ja gestehen, ich habe ja sowieso dieses Privileg, immer mit super spannenden Gesprächspartnern oder Gesprächspartnerinnen zu tun haben. Das ist auch heute wieder so. Aber ich muss jetzt auch mal tatsächlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer loben, wenn ich das darf, weil das zeigt sich heute wieder. Da kommen richtig spannende und gute Fragen rein. War bis jetzt schon so, und ich habe jetzt eine weitere, auf die wäre ich nicht gekommen, aber die ist total plausibel. Ulrich sagt nämlich, der Diktator der Dominikanischen Republik hatte zum Ende seiner Zeit massive Opposition der katholischen Kirche gegen sich. Könnte die katholische Kirche stärker Druck ausüben? Ja, krass, weil ich meine, im gesamten mittel- und südamerikanischen Raum hat die Kirche natürlich immer noch eine große Rolle, oder muss man sagen, die Kirchen, die vielen kleinen auch. Wie ist das denn? Also ich würde sagen, heute hat die katholische Kirche nicht mehr die Kapazität, tatsächlich Druck auf Daniel Ortega auszuüben. Die katholische Kirche hat in den letzten Jahren immer mal wieder eine wichtige Rolle gespielt, auch in Verhandlungen nach den Protesten von 2018. Also die Bischöfe waren immer Personen, deren Meinungen tatsächlich auch vom Regime respektiert wurden. Sie haben vermittelt, sie haben Druck ausgeübt, ja, aber mittlerweile ist diese Rolle der Kirche nicht mehr plausibel. Also das Regime lässt sich auch nicht mehr von der katholischen Kirche unter Druck setzen. Und manche Bischöfe werden bedroht vom Regime, weil sie anderen Menschen helfen. Gar nicht so sehr, weil sie sich politisch engagiert hätten, sondern weil sie aber anderen politischen Oppositionellen Unterstützung geleistet haben. Wie ist denn das überhaupt? Es gibt ja in vielen Ländern, gibt es ja eben diese Zersplitterung auch. Die katholische Kirche als Dach, aber es gibt diese ganz vielen Freikirchen. Es kann ja irgendwie auch jeder eine Kirche gründen. Ist das in Nicaragua auch so das Thema, oder ist das gar nicht so das große Thema, weil es eben zumindest vordergründig sozialistisch ist und Kirche da auch nicht so den Rückenwind hat, muss man so auszudrücken? Doch, es gibt auch in Nicaragua kleine Kirchen und Sekten, muss man auch sagen, die dort aktiv sind, spielen. Aber jetzt würde ich sagen, im großen Bild keine so große Rolle. Ja, sind aber tätig. Ich würde gerne noch mit Ihnen jetzt zum Abschluss ja, so ein bisschen über die Hoffnung, die noch bleibt, sprechen. Und eben die Frage, bleibt denn noch Hoffnung? Was wäre, also
wenn jetzt dann die beiden vielleicht ja irgendwann auch mal tot sind, würde das System erhalten bleiben? Gibt es dann irgendwie auch noch Nachkommen, die da irgendwie reinspringen würden? So, das als erste Frage. Und die zweite Frage dann eben auch mit Blick auf die Opposition. Es sind ja eben ganz viele im Gefängnis jetzt gerade, aber gibt es denn Leute, auf die man setzen könnte, die vielleicht stark genug sein könnten? Gibt es eine Diaspora, die vielleicht stark genug sein könnte, eine Exilopposition, die stark genug sein könnte, um wirklich was zu bewegen? Das würde ich gerne noch ein bisschen verhandeln. Vielleicht, Frau Reda, wie ist das aus Ihrer Sicht? Jetzt für die Präsidentschaftswahlen sehe ich wenig Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Also wir können davon ausgehen, dass Ortega diese Wahl, wie auch immer sie nachher abläuft und stattfindet, gewinnen wird. Es ist, wie vorhin schon im Eingangsstatement gesagt, nicht von einer wirklichen Wahl zu sprechen und wie auch der Titel dieser Veranstaltung suggeriert. Also es wird einfach nur das Ergebnis sein, dass Ortega weiterhin seine Position innehat. Bezüglich der Opposition, ich glaube, genau da liegt die Aufgabe auch der internationalen Gemeinschaft, eben jetzt die Opposition im Exil zu unterstützen, hier Unterstützungsarbeit zu leisten, dass eine Kommunikation stattfindet, dass eine Stärkung stattfindet und die Opposition von außen agieren kann, da die Handlungsspielräume im Land selbst sich weiter schließen oder sogar komplett verschwunden sind. Ja, ich würde dem zustimmen. Also bei den jetzigen Wahlen wird Ortega gewinnen. Es gibt ganz kleine Parteien, die auch bei den Wahlen antreten. Das ist eben recht eher zu dem Konzept der Scheinwahl bei, als dass es tatsächlich oppositionelle Kandidaten wären. Das sind natürlich Parteien, die dem Regime nahestehen. Das heißt also, Ortega wird diese Wahl gewinnen, wird seine Macht festigen. Und ja, er wird sie, glaube ich, vor allem festigen und sichern, damit seine Frau über kurz oder lang die Macht übernehmen kann. Und wenn auch seine Frau einmal nicht mehr leben sollte, dann sie haben Kinder, die sicherlich den Machtapparat und das Staatsgeschehen dann bestimmen werden. Also ich wäre gerne zuversichtlicher, aber ich glaube, tatsächlich die demokratischen Freiräume können wir in Nicaragua in den nächsten 10, 15 Jahren abschreiben und man wird die oppositionellen Stimmen im Ausland, im Exil, es gibt in der Tat eine große Diaspora in Europa, in den USA, in Costa Rica natürlich, aber auch anderen Ländern, da wird man sehen müssen, wie werden sich diese oppositionellen Stimmen einig, denn wir wissen ja, dass eine geeinte Opposition im Land tatsächlich nicht im Vorfeld der Wahl nicht gelungen ist. Aber ich denke, die Situation hat sich jetzt geändert und da besteht dann doch etwas Hoffnung darauf, dass sich eben die oppositionellen Stimmen im Ausland zusammentun. Und dann wird man evaluieren müssen, was kann aus dem Ausland getan werden oder was sind die nächsten Schritte nicht. Sie hatten ja das, ich weiß nicht mehr, wer von Ihnen beiden das gesagt hat, dass die Opposition, ich glaube, Frau Meikler war es mit dem Blick auf Felix Maradiaga, dass er versucht hat, die Opposition zu einen. Woran ist denn das überhaupt gescheitert? Also sind das dann eher so persönliche Befindlichkeiten oder muss man da tatsächlich sagen, die Opposition ist auch inhaltlich zersplittert? Also Maradiaga ist liberal, vermutlich gibt es auch stramm Konservative. Wie muss ich mir die Opposition vorstellen und warum ist das so eine große Herausforderung, die zu einen, wenn man doch, das hat man ja immer wieder gesehen, wenn ich an Portugal denke oder so 74, da haben sich ja von Erzkonservativen bis zu Kommunisten am Schluss alle zusammengeschlossen, nur um das Regime loszuwerden, aber das ist offensichtlich noch nicht in Nicaragua noch nicht so weit. Ja, wie Sie sagen, es ist eine sehr vielfältige oder Opposition. Also wir haben liberale Stimmen, wir haben sehr konservative Stimmen, wir haben reformierte Sandinisten in der Opposition, die nichts mehr von der Regierungspartei wissen wollen. Aber dann haben wir eben die konservativen Stimmen, die mit den Stimmen, die für LGBTI-Rechte einstehen, oder Themen wie Abtreibung einstehen. Damit kann die konservative Opposition dann nicht viel anfangen, beziehungsweise geht dann auch gegen ihre
Prinzipien. Also es ist ein Thema auf der einen Seite der ideologischen Einstellung tatsächlich und dass man teilweise sagt, also mit reformierten Sandinisten, auch mit reformierten Sandinisten möchte ich nicht zusammenarbeiten. Und natürlich gibt es auch immer persönliche Befindlichkeiten, weil vielleicht ein Oppositionskandidat charismatischer ist als der andere. Da spielen verschiedene Faktoren mit rein und leider ist eben diese Einigung nicht geglückt. Und das hätte vielleicht dann ein anderes Panorama jetzt mit Blick auf die Wahlen bedeutet, aber es ist nicht so. Aber wie ich sagte, ich glaube, die Perspektive hat sich jetzt geändert, weil das Regime so radikal vorgegangen ist, dass man jetzt zumindest die Stimmen, die im Ausland sind, doch sagen, okay, wir müssen jetzt gemeinsam uns eine Strategie überlegen, wie wir in den kommenden Jahren aus dem Ausland eine solide Opposition konstruieren, die dann zu gegebenem Zeitpunkt wieder dann auch im Land aktiv werden kann. Ist die Heterogenität. Ist das der Weg, Frau Reda? Ja, nee, das ist also genau, die Frage ging an Sie. Entschuldigung. Die Heterogenität sehen wir genauso bezüglich des Vorgehens. Also gerade zu Beginn der Proteste 2018 wurde sehr deutlich, dass keine Einigung darüber bestand, wollen wir überhaupt verhandeln oder nicht? Muss Ortega zuerst zurücktreten, bevor wir überhaupt uns an einen Tisch setzen? Wie wollen wir diesen ganzen Prozess angehen? Also auch da besteht eine Uneinigkeit. Und bezüglich der Einigung jetzt im Vorfeld der Wahlen, es gab Stimmen, die überzeugt davon waren, dass Cristina Chamorro das größte Potenzial hat, um eine Einigung herbeizuführen, dass die meisten Oppositionsgruppen sich hinter ihr vereinen würden. Und das hat das Regime natürlich auch mitbekommen und sie dann unter Hausarrest gesetzt und damit eliminiert. Was wären jetzt die zwei, drei Punkte aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive, die am ehesten eine Chance herbeiführen könnten, dass wir, bevor wir in Rente gehen, noch erleben, dass sich da was tut? Aus meiner Sicht, zum einen muss der Druck durch die internationale Gemeinschaft stark erhöht werden. Dazu gehört ganz, ganz wichtig, dass die Unterstützung für das Militär komplett zurückgezogen wird, dass jede finanzielle Unterstützung des Regimes unterbunden wird, auch über wirtschaftliche Kanäle, genauso wie über Organisationen und Hilfsleistungen. Und auf der anderen Seite eine Unterstützung der Opposition, um sich zu einigen. Die Opposition muss sich an einen Tisch setzen, muss irgendwie einen Common Ground finden, um eben wirklich ein Gegengewicht darzustellen. Und es ist wichtig, dass die internationale Gemeinschaft, dass es Veranstaltungen jetzt gibt, dass das Spotlight einfach auf dem Land bleibt und das nicht in den Hintergrund rutscht, nur weil es ein sehr kleines Land ist, das vielleicht wirtschaftlich für uns in Europa nicht das Wichtigste ist. Ja, die Sichtbarkeit muss erhöht werden, da bin ich ganz, ganz auf Ihrer Meinung. Weil es ist ein kleines Land und Mittelamerika spielt in der Weltpolitik nicht die wichtigste Rolle, aber gerade bei solchen Entwicklungen muss man ein Auge drauf behalten. Internationale Kredite müssen einfach eingefroren werden. Also es geht nicht, dass die Regierung da weiterhin Zufluss von Mitteln erfährt, die sie am Leben erhalten letztendlich. Und ja, und die Opposition zu unterstützen, ist auch eine Rolle der Friedrich-Naumann-Stiftung. Wir sind ja auch in den anderen Ländern Zentralamerikas tätig und werden da sicherlich auch evaluieren, was ist möglich, wie können wir da die oppositionellen Stimmen im Exil unterstützen. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei Ihnen beiden für Ihre Expertise, für die Zeit. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Wir haben auch gelernt, dass es weiterhin nicht einfach sein wird. Ich erlaube mir, darauf hinzuweisen, wen das Thema interessiert. Es gibt, ich glaube, das andere ist vorher geteilt worden, es gibt
sowohl von Frau Meigler regelmäßig Updates zum Thema Nicaragua auf den Seiten der Stiftung. Also wenn Sie jetzt interessiert sind, auch an dem, was Frau Meigler die letzten Monate da geschrieben hat, gehen Sie auch einfach auf die Seite, googeln Sie den Namen Elisabeth Meigler und dann werden Sie die finden. Und Frau Reeder hatte uns schon gesagt, es kommt von ihr ein Artikel, der ist allerdings dann auf Spanisch, insofern wer des Spanischen mächtig ist. Genau, Annika Stünkel hat das hier schon reingeteilt. Vielen Dank. Wer des Spanischen mächtig ist, da kommt auch schon der zweite Link, wird, glaube ich, ab morgen oder spätestens Anfang nächster Woche die Einschätzung von Frau Reeder auch nochmal in Schriftform finden. Mir bleibt tatsächlich nur auch ganz gezielt Frau Meigler und wie gesagt der Kollegin Diana Luna zu danken dafür, dass sie uns tatsächlich auf dieses Thema gestoßen haben. Wir wollten eigentlich ganz woanders hingucken, das verrate ich jetzt einfach gerade mal. Eigentlich wollten wir, glaube ich, nach Armenien gucken. Auch ein wichtiges Thema, werden wir auch mit Sicherheit nachholen, aber Nicaragua hat nun mal diese Präsidentschaftswahlen. Nicaragua hat eben auch gerade wirklich liberale Partner, die wir auch persönlich hier in Deutschland schon begrüßen durften, die jetzt auch unsere Aufmerksamkeit brauchen, dass wir sie nicht vergessen, weil das ist immer für politische Gefangene, glaube ich, das Schlimmste, wenn sie vergessen werden. Ich glaube, psychologisch, aber auch, was das Ausgeliefertsein an solche Regime angeht. Solange noch Menschen hingucken, passiert in der Regel nichts Schlimmeres. Und das sollten wir tun, das sollte unsere Aufgabe sein. Und das würde ich Ihnen jetzt, Ihnen beiden sowieso, das machen Sie sowieso, aber auch allen anderen mitgeben wollen. Schauen wir hin, bis auch die letzten politischen Gefangenen frei sind. Und in diesem Sinne danke ich recht herzlich freue mich, wenn Sie gerne in den nächsten Tagen auch wieder reinschauen, wenn wir hier bei der Naumann-Stiftung aktiv sind. Einen wunderschönen Abend noch. Schön, dass Sie dabei waren.